Und dann darf ich euch kurz und knapp mit Sebastian Jünemann bekannt machen, Gründer der NGO Cardus. Und die beiden werden euch gleich ganz viel darüber erzählen. Und Steini ist auch da, den kennen die meisten, würde ich mal sagen. Und und wir dürfen jetzt gleich der Diskussion über die ethischen Grenzen im Making folgen. Die Bühne gehört euch. Dankeschön. Dann steige ich mal direkt ein. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Menschen von euch unseren Talk vorhin gesehen haben mit Frank Dörner. Die Idee ist so ein bisschen die gleiche. Wir wollen eigentlich keinen Talk halten und Input liefern, sondern gerne Diskussionen mit dem Publikum auch aufmachen, möglichst schnell. Der Hintergrund des Talks ist eine Idee, sage ich mal, die wir mitgebracht haben. Seht ihr hier vor euch in dieser fantastischen Tupperware-Box. Ich halte mal rum. Hier. Hier seht ihr jede Menge Elektronik mit dem Deckel, mit dem Bildschirm. Ja, ist schon mal was. Genau. Und der Hintergrund ist der, die Hilfsorganisation Cardus ist ja aus so einem Umfeld entstanden, wo auch viele Menschen dabei sind, die Lust haben am Basteln und am Entwickeln und am Versuchen, Probleme zu lösen, die existieren. Ein Problem ist zum Beispiel, dass Medizinprodukte unfassbar teuer sind. Ein Überwachungsmonitor, also ein Monitor, ein Gerät, das unseren Herzschlag messen kann, das die Sauerstoffsättigung im Blut messen kann, das den Blutdruck messen kann und die Temperatur. Diese Geräte liegen, wenn man die so im Krankenhaus so anwenden möchte, zwischen 1.000 und 3.000 Euro ganz gerne. Kann man sich schon mal als allererstes fragen, ne, woran liegt es, wenn man heute schon Uhren am Handgelenk tragen kann, die das Gleiche können für wesentlich weniger. Wir haben vor 2 oder 3 Jahren ein mobiles Krankenhaus gebaut, selber mit sehr wenigen Mitteln für die Region Nordostsyrien. Und in der Zeit ist aus dieser Idee, so ein Krankenhaus zu bauen, mit ganz wenig Mitteln, genau das entstanden, nämlich die Frage, warum sind die Produkte so teuer? Ne, Spenden kriegen ist schwierig. Da haben wir ein Forschungsprojekt gestartet, zusammen mit der HTW aus Berlin und der Beuth Hochschule. Und da ging es genau darum, quasi so ein Medizinprodukt reverse zu engineeren. Ist das der richtige Begriff? Ja, auch. Ja. Weil wir damals gesagt haben, diese Technik, den Herzschlag zu messen und sichtbar zu machen, die ist ja 100 Jahre alt. Die ist ja im Endeffekt, das ist so lax, ne? Das ist gar nicht so schwer. Und damals dachten wir als Cardus, da war Steini im Projekt noch nicht dabei ganz am Anfang, dass es hauptsächlich eigentlich eher ein fast schon politisches Projekt ist, nämlich vor dem Hintergrund zu zeigen, die Technik, die in den Geräten verbaut ist, muss nicht so teuer sein. Es ist künstlich gemachte Marktverknappung, es ist ein Kapitalismusproblem, warum tatsächlich in vielen Regionen der Welt solche Geräte nicht zur Verfügung stehen. Und das Projekt lief am Anfang langsam und mittlerweile fängt das richtig an zu fliegen, dass halt viele, viele, viele Leute sich mittlerweile dafür interessieren. Genau das einfach darzustellen, ne? Was passiert da, wie kann ich irgendwie halt so Medizinprodukte irgendwie halt vielleicht selber bauen, Open Source, ne, ist ja das Ding, sowohl die IT dahinter als auch die Technik, das lötet der Steini und andere Menschen bei uns im Makerspace. Und die Frage, die jetzt so ein bisschen aufkommt, jetzt wo sich viele Menschen dafür interessieren, ist, warum ist denn so ein Produkt in Deutschland so teuer? Und was viel damit zu tun hat, ist halt der Punkt, dass da unfassbar viele Testverfahren hinterstehen, um dieses Gerät dann auch sicher zu machen, garantieren zu können, dass es funktioniert. Ich habe vorhin versucht, mir mal reinzulesen in das sogenannte Medizinproduktegesetz. Da gibt es dann Vorschriften, wo man merkt, dass manche Produkte über Jahre getestet werden müssen, bis sie angewendet werden dürfen. Und dann kommt für uns natürlich so diese Frage auf, wie ist denn das jetzt, wenn wir tatsächlich so eine Geschichte aufstellen, wenn wir so ein Projekt hacken, selber maken, wenn wir dazu eine Bauanleitung zur Verfügung stellen, wo ist denn zum Beispiel unsere Verantwortung, wenn jetzt Communities aus Gesellschaften, die wesentlich weniger Ressourcen als wir haben, sagen, geil, wir wollen das gerne haben. Wo ist die ethische Verantwortung? Ist es notwendig, Produkte so zu gestalten, so sicher zu gestalten? Was ist sicher überhaupt?
habe ich mich dann gefragt. So, ne? Mein Hintergrund, ich bin früher Rettungsdienst gefahren neben dem Studium und was mich wahnsinnig genervt hat, waren sehr, sehr viele Vorschriften, die es in Deutschland gibt. Nämlich zum Beispiel ein Medizinprodukt wie so ein Bewachungsmonitor muss ich jeden Tag testen nach gewissen Vorschriften. Ne? Ist so mehr Arbeit, die ich jeden Tag leisten muss. Und ich als Technikidiot habe mich immer gefragt, ey, warum? Was passiert denn zwischen abends mache ich es aus und morgens mache ich es an, wenn ich es im Schrank stehen habe? Ne? Also warum muss das sein? Ist es wirklich wichtig? Ist es technisch wirklich wichtig? Ne? Ist das eine Sache, die wirklich so in der Physik liegt, dass die Geräte über Nacht sich entscheiden, kaputt zu gehen? Ist das eine Sache, die irgendwo, wie gesagt, im Kapitalismus liegen, in der Verknappung? Ich weiß es nicht und dachte, ich frage mal den Steini, weil er dieses Gerät mitbaut, was er dazu so denkt. Aber vor allem interessiert uns, glaube ich, auch, was ihr dazu denkt. Nämlich genau dieses Ding. An welche Produkte kann ich mich tatsächlich ranmachen? Wo liegt Verantwortung? Wo kann ich sie abgeben? Genau, ich würde dem gerne noch so ein paar Elemente hinzufügen, versuchen das noch ein bisschen auseinander zu dröseln, gerade bei der Frage von diesem Vitalparameter-Sensor, Konglomerat an verschiedenen Boards, die wir da gebaut haben und bauen. Zunächst mal ist das ja kein Medizinprodukt. Das ist, so wie es da auf dem Boden steht, auch kein Produkt. Logischerweise, es sieht auch nicht so aus. Ja? Es ist auch so, wie es jetzt da steht, und das ist leicht verstehbar, in jeder Hinsicht wahrscheinlich eher lebensgefährlich. Insofern verstehe ich schon, und da fängt es mal an, dass bestimmte Standards, also gerade, ich kenne es jetzt nicht unbedingt aus der Medizinprodukte-Gesetzecke, aber aus der Avionik, also Luftfahrt, da ist jeder einzelne dieser Regeln, dieser Zertifizierungen, denen man sich unterwerfen muss und der Checks, die man machen muss, die ist aufgeschrieben, weil es mal schlimm schiefgegangen ist. Also jeder einzelne dieser Regeln in der Luftfahrt ist in Blut geschrieben. Und das ergibt auch total Sinn, diese Regeln zu haben. So, und jetzt muss man aber auseinanderdröseln. Das, was wir machen, ist uns erstmal auf einer Forscherinnen-Forscher-Ebene mit der Technik zu beschäftigen. Da werden jetzt ja mal physikalische Werte detektiert und angezeigt. Was anderes machen wir nicht. Ja? Wir messen Spannungen am Körper, wir messen, wie durchsichtig in welcher Wellenlänge der Finger ist. Wir pumpen so eine Manschette auf und lassen die Luft wieder raus und gucken, wie sich die Druckverhältnisse im Arm ändern, und vielleicht messen wir noch Temperaturen. So, das sind jetzt erstmal rein physikalische Messwerte, und es ist aber schon interessant, dass es gar nicht so leicht zugänglich ist, wie machen die denn das in ihren Medizinprodukten. Und das ist ein Punkt, der mich fernab von der Ethik total interessiert und weshalb mich das Projekt auch so interessiert. Ich finde es ein absolutes Unding, dass die Informationen darüber, die mit Forschungsgeldern staatlich finanziert sind, quasi am Ende nur kommerzielle Unternehmen zur Verfügung stehen und die auch nur die Möglichkeit haben, da Produkte draus zu machen, weil die Zertifizierungen, die ja absolut richtig und notwendig sind, einfach viel zu teuer sind. Wir haben das warum ist der CARD.io, dieses Projekt, das auf dem Camp entstanden ist, kein Medizinprodukt? Ja, weil die 111.000 Euro kann sich niemand wirklich leisten, um daraus jetzt ein Bastelprojekt zu einem Medizinprodukt zu machen. Und die Frage, die mich interessiert und die eigentlich eine politische ist, und deswegen mag ich das sehr, diesen politischen Ansatz hier auch zu formulieren, ist, es ist ein Politikum, das Dinge, die dem Gemeinwohl dienen, die der Hilfe von Menschen an Menschen dienen, von kommerziellen Unternehmen nur deswegen dann auch mit dem Argument, dass sie ja angeblich so viel haben für Lizenzierung ausgeben müssen und so viel in Forschung investieren müssen und so weiter und so weiter, deswegen so absurd teuer sind, weil die Zertifizierungen so absurd teuer sind, was an sich Quatsch ist, weil 110.000 Euro, wenn ich so ein Gerät irgendwie 50.000, 100.000 Mal verkaufe, dann ist das ein Euro pro Gerät. Also das macht es nicht teuer. Ja? Also ein Gerät, in dem Bauteile für 30 Euro drin sind, kostet hier 2.000 Euro. Da stimmt was anderes nicht. So. Und das auch mal zu zeigen, das haben wir ja auch mit den Drohnen damals gemacht, als die ersten Drohnen auf den Markt kamen, 20.000 Euro. Und ich 2006 auf der Bühne stand und sagte, na, die kann man bauen für unter 1.000 in unter einem Jahr.
und gebaut haben wir sie für unter 500 in unter einem halben Jahr. Ja, also auch mal zu zeigen, hey Leute, das ist kein Hexenwerk, das ist keine Magie und das ist schon gar nichts, wofür man absolutes Geheimwissen braucht. Ja, das ist vielleicht auch wichtig, weil heute können wir funktionierende Drohnen, die alle Regeln einhalten, die sich Politik und Gesellschaft ausgedacht haben, für unter 300 Euro kaufen. Ja, das ist deswegen auch entstanden, weil wir Initiative ergriffen haben zu sagen, ey Leute, das ist keine Magie. So, und das ist ein bisschen auch meine Motivation zu zeigen, das ist komplex, da steckt viel drin, aber das ist machbar. Nichtsdestotrotz steht die Frage im Raum und die wollen wir heute diskutieren. Corinna war da mit in Afrika, die sagen, können wir das bitte schön gleich hier behalten? Und das ist ja geil, das löst jetzt all unsere medizinischen Defizite auf technischer Ebene. Alle so, nein, das tut es nicht. Das entbindet ja den Menschen, der die Kurve anschaut, nicht von der Kompetenz beurteilen zu können, was das bedeutet. Es hilft nur dabei, nicht den Finger an der Halsschlagader haben zu müssen, um zu gucken, ob das Herz noch schlägt. Ja, das ist so ein bisschen so die Frage, wo ist da aber die Grenze? Ja, wenn man sich darauf verlässt, dass es funktioniert und dann piept es nicht, wenn der Blutdruck ins Unermessliche steigt, weil irgendwas Schrott war, weil wir einen Softwarefehler eingebaut haben, dann stirbt der Mensch da drüben am anderen Ende, weil sich jemand darauf verlassen hat, das wird schon piepen, wenn der Blutdruck zu hoch ist. Hat es aber nicht. Ja? Wo ist die Grenze? Und da sind wir so ein bisschen auch in dieser Frage, die wir diskutieren wollen. Darauf haben wir keine Antwort, aber wir wollen die Fragen aufwerfen. Wir wollen uns überlegen, was heißt das? Und das wollen wir am liebsten mit euch zusammen machen. Ich würde aber nochmal einsteigen, weil Steini mir vielleicht was beantwortet. Ich bin wirklich ein technischer Idiot. Ich verstehe sowas nicht so richtig. Und wer jetzt von Medizin nicht so richtig viel Ahnung hat, es geht bei so einem Überwachungsmonitor zum Beispiel darum, einen Strom zu messen. Spannung. Eine Spannung zu messen. Die durch das Herz läuft. Das Herz hat so ein eigenes Reizleitungssystem. Ja, ja, mach mal da. Alles gut. Also ich weiß, wie das aussehen muss und ich weiß, wann es nicht richtig aussieht. Das ist Strom oder Spannung, das weiß ich. Aber ich weiß, es wurde vor 100 Jahren erfunden und damals hat man noch so einen Fuß und so einen Wasserbottich und eine Hand irgendwo anders dran. So wurde das mal entdeckt. Und jetzt hat Steini mir vorhin, als wir den Talk vorbereitet haben, ganz kurz gezeigt, dass er jetzt so eine Uhr trägt, wo er den Finger dran macht und die macht eigentlich genau das Gleiche, weil sie zwei Punkte hat, die misst was und er kommt auf seinem Display auf der Uhr kommt das raus, was ich früher aus dem Rettungsdienst kenne, wirklich von diesem Überwachungsmonitor. Und das ist schon der erste Punkt, wo ich halt denke, so, das ist doch anscheinend technisch, ist es doch anscheinend wirklich lax, oder nicht? Ja und nein. Also ja, es ist insofern lax, als das Unternehmen, deren Spezialgebiet es ist, solche Chips zu machen, inzwischen Chips auf den Markt gebracht haben, die ja auch im Cardio drin sind, im Card.io vom Camp, die eigentlich die ganze Arbeit tun. Da sind die Operationsverstärker drin, die diese Spannung möglichst rauscharm verstärken. Da sind die ganzen Filter drin, die diese ganzen Bewegungen und so weiter und diese ganzen Brummen aus der Netzleitung und so weiter rausfiltern und das alles ein bisschen normalisieren. Das heißt, du hast eigentlich einen Chip, da ist das ganze Know-how drin. Und den schließt du an und dann kommt der Wert raus und du siehst die Kurve auf dem Bildschirm, wenn du einen Bildschirm hast. Das Problem daran ist nur, und das ist genau das Problem, das kannst du uns besser erklären als ich, wenn du solche Produkte hast, irgendwo in Rojava bei 48 Grad im Schatten und Staub, ja, eine komplette deckende Schicht produziert, da funktioniert ein, zwei Fix der Blutdrucksensor nicht mehr, weil die Manschette, das geht ja mit Luft, da pumpst du die ganze Zeit Staub rein und raus, das setzt sich du, dann ist das fertig. Ja? Die Dinger sterben den Hitzetod und du kannst sie nicht reparieren. Ist unmöglich. Wie viele liegen rum? In Rojava auch gestiftete, geschenkte Produkte oder günstig erstandene Produkte, gesponserte Produkte, alle dysfunktional, weil die auch für die Umgebung nicht gemacht sind. Die haben zwar hier alle Tests bestanden, gehen aber nach einem Jahr nicht mehr und du kannst sie auch nicht reparieren. Es gibt keine Bedienungs-, also keine Schaltpläne. Es gibt auch die Tools nicht, die, um das auszubauen, wieder einzubauen, weil die halt dann, was weiß ich, die Chips sind wirklich sehr klein. Ja, und man braucht schon ein Spezialgerät dafür, um sie bedienen zu können. Das ist nicht in jedem Makerspace erhältlich. Und so gesehen ist die Forderung nach, wenn es schon dokumentiert, dann dokumentiert es doch vollständig. Und zwar so, dass man es auch reparieren kann.
total gerechtfertigt. Aber auch die Frage, müssen diese super, super, duper Spezialchips da drin sein? Oder geht es auch nicht mit vergleichsweise günstiger Standardtechnologie, so wie das, was wir hier aufgebaut haben, und erfüllt denselben Zweck? Und ist dabei robuster und lässt sich leicht reparieren von Leuten, die ein bisschen was von Elektronik verstehen. Das ist ja die eigentliche Aufgabe, die wir auch lösen wollten. Vielleicht dazu nochmal so, ne, also aus der Felderfahrung. Es ist tatsächlich so, wenn ihr in ein Krankenhaus geht, zum Beispiel in Nordostsyrien oder auch in anderen Regionen, weiß ich nicht, Nepal zum Beispiel, dann sind selbst Menschen, die sehr, sehr krank sind, die hier halt überwacht werden, und einfach guckt so, ne, schlägt das Herz, verändert sich der Blutdruck, die sind da einfach nicht überwacht, weil es die Geräte nicht gibt. Und das war so ganz kurz so der Ansatz, wo wir gesagt haben, das ist ja eigentlich ein Zustand, den man ändern können müsste, auf jeden Fall, ne? Weil das kann ja nicht so schwer sein dahinter. Und dann ist aber wieder doch die Frage, wenn man jetzt so eine Idee tatsächlich produziert, wenn man die Technik dahinter transparent macht, welche Verantwortung übernehmen wir damit? Ne? Also als wir angefangen haben, das waren ja zwei Professoren, die beteiligt waren, eine von der medizinischen Informatik, der HTW, und eine von der Medizinphysik, der Beuth. Und diese wunderbare Professorin von der Beuth, die meinte dazu, naja, wir bringen bei uns im Studium den Leuten bei, wie es funktioniert, einen Blutdruck zu messen. Und dann gehen sie zu den Firmen, wo sie beigebracht bekommen, wie man die Technik so verbaut, dass sie eben nicht mehr reparierbar ist von den Leuten selber, sondern tatsächlich einfach eine dauerhafte Marktbindung hergestellt ist zu der Firma. Und das kenne ich damals aus dem Rettungsdienst. Wenn ein Gerät einen Fehler anzeigt, muss ich es aus dem Dienst nehmen, muss ein Techniker, Technikerin von der Firma anrufen, die kommt für teuer Geld und repariert es. Das war so der Punkt, wo wir angefangen haben zu sagen, das wollen wir vielleicht brechen, und haben uns nie einen Kopf darüber gemacht, tatsächlich, wo liegt unsere Verantwortung, weil wir dachten, das kommt ja sowieso nicht ins Feld. Und jetzt stehen wir genau da, wie Steini meinte, Konferenz in Kenia vom Global Innovation Gathering, und mehrere Makerspaces aus verschiedenen afrikanischen Staaten sagen auf einmal, das ist geil, das wollen wir haben, daran wollen wir weiterarbeiten. Und jetzt ist so unsere Frage so, ist ja eigentlich Open Source, könnten wir uns rausziehen, könnten sagen, wir haben nur die Information zur Verfügung gestellt, aber wo kommt da auch Verantwortung mit? Genau. Ja, die wir hier jetzt hier, wo wir in einer saturierten und überfinanzierten Gesellschaft wie Deutschland sagen können, wir leisten uns genau sowas, Zertifizierungsprozess 411.000 Euro, da ist das vielleicht halt nicht möglich. Ist das nicht wieder so eine Nummer, wo wir halt sagen, macht ihr das doch mal auf billig und produzieren wir dann eine Zweiklassenmedizin vielleicht? Ja, die dritte Klasse dann wahrscheinlich schon, ne? Mhm. Es wird vielleicht auch nochmal deutlicher, diese ethische Verantwortung, über die wir gerade, wir könnten uns ganz einfach hinstellen und sagen, wieso, das ist ein Forschungsprojekt, das ist ein Bastelding, wer es nachbauen und damit forschen will, ist super, wir kleben einfach ein Klebchen drauf, nicht an lebenden Menschen einsetzen und sind damit raus aus der Verantwortung. Ja? Das wäre aber genauso, sag ich mal, unverantwortlich oder banal, wie sich hinzustellen und bei dem Drohnenprojekt, das wir gemacht haben, Searchwing oder den anderen Drohnen, zu sagen, wir bauen hier eine Drohne mit KI drauf, um Schlauchboote im Mittelmeer zu finden. Aber als Bauanleitung kann jeder Nazi die benutzen, um damit die Drohne zielgenau mit optischem Zielsuchsystem irgendwo hinzuschicken, wo dann irgendwas explodiert oder irgendwas passiert. Ja? Und unsere Bauanleitung wird dann bei der Hausdurchsuchung bei dem gefunden. Oder so, ja. Da ist, natürlich stellt man sich dann auch die Frage, wollten wir das? Und haben wir da eine Verantwortung, wenn wir so eine Technologie entwickeln und veröffentlichen, wie es geht? Anderes Thema, das ganz konkret bei Searchwing ein Thema war, nur um die Bandbreite ein bisschen zu vergrößern, wir wurden gefragt, also ist relativ klar, Menschen in Schlauchbooten, die wollen gefunden werden, wenn sie schiffbrüchig sind. Ja, die ertrinken sonst, da kann man davon ausgehen und deswegen hatten wir da wenig Probleme zu sagen, nö, das können wir auch mit Drohnen machen, da verletzen wir deren Persönlichkeitsrecht erstmal nicht oder zumindest nicht so schlimm, dass wir nicht davon ausgehen können, dass sie das wollten. Aber die Frage steht im Raum, was ist mit dem Segelboot, das wir auch gesehen haben, wo das Pärchen gerade vorne poppte? Was ist, wir hatten Anfragen in Afrika, Wilderer, ja, da sollte Großwild geschützt werden mit den Drohnen. Und die Wilderer sollen aufgespürt werden. Da stehen wir da und sagen, wow, erstmal, ja, klingt's gut, Großwild schützen ist eine total schützenswerte Sache. Aber eins können wir sicher sein, die Wilderer wollen nicht gefunden werden. Ganz klar, also wir verletzen deren Persönlichkeitsrecht
Und die Frage steht auch im Raum, welche Rechtsprechung gilt da? Was ist ein Wilderer in so einem Land, ja, irgendwo in Afrika? Ist das auch schon die Mutter am See, die gerade versucht, für das Kind einen Fisch zu fangen, damit es nicht verhungert? Und was passiert mit denen? Ja, landen im Knast. In was für ein Knast ist das? Also welche Standards gelten dann da? Mussten wir ganz klar sagen, wow, nee, die Entscheidung können wir schlichtweg nicht treffen. Ja, und deswegen können wir, so gern ich Großwild schützen mag, nicht entscheiden ohne eine qualifizierte Unterstützung. Machen wir. Ja, wir jagen jetzt Wilderer. So ist. Da wird die Frage noch mal deutlicher nach der moralischen Verantwortung. Und hier trifft sie sich genau da, an dem Punkt, wo man suggeriert, gerade in den Ländern, ja, die denken, das ist Technik, die kommt aus Europa. Ja, und die ist irgendwie, jetzt haben wir endlich auch geile Technik, und dann verlassen die sich da drauf und haben vielleicht nicht aus der Erfahrung mit Do-it-yourself-Projekten, mit Bastelprojekten und so weiter, oder gerade aus ihrer Erfahrung mit Bastelprojekten das Gefühl, ja, das geht dann schon. Und dann ging es halt nicht. Ja, weil irgendwas geht ja immer nicht. Und wie gehen wir damit um? So, was machen wir jetzt? Ziehen wir uns da raus, sagen, nicht am Menschen verwenden, oder durchlaufen wir den gesamten Zertifizierungsprozess, können wir ja auch entscheiden, zu sagen, wir machen alles, was drinsteht in den Lizenzen, lassen es aber am Ende nicht lizenzieren, weil es kostet ja Geld. Aber wir könnten ja die Regeln einhalten. Wir könnten das jetzt vielleicht öffnen, weil mich würde es auch interessieren, was ihr dazu denkt. Was macht man mit so einem Projekt? Was ist unsere Verantwortung? Also ist Informationen, die wir selber öffnen, die zur Verfügung stellen, sind wir frei von der Verantwortung, von dem, was daraus entsteht? Also viele Dinge, die ich irgendwie hacken kann, die ich irgendwie selber machen kann, wo ich halt Produkte reverse-engineeren kann, ne, da ist es ja so ein bisschen egal. Aber wo endet es? Ne, wenn es ein Produkt ist, das jemand vielleicht nachbaut, das in der Medizin benutzt wird, was ist mit dem Searchwing-Projekt zum Beispiel? Also, wo ist die Verantwortung, die wir als Maker-Szene tatsächlich und Makerin-Szene auch tatsächlich haben? Was machen wir damit? Mich würde es einfach mal interessieren, weil mich jetzt mega überrascht, dass das Projekt überhaupt angefangen hat zu fliegen, so ein Stück weit, und dass überhaupt diese Nachfragen kamen. Und ich glaube, wir stehen da als Organisation, ich stehe als Einzelperson auf jeden Fall und denke so, wow, bin ich gerade ein bisschen ahnungslos. Ja. Fefe möchte was sagen. Genau, also ich habe das Mikrofon, und am besten zeigt ihr auf die Leute mit, die Wortbeiträge liefern. Ich würde gerne den Problem mal ein bisschen erweitern, indem Bitte. Ich erzähle, wie das in der Industrie funktioniert. Denn so Medizintechnik gibt es ja auf dem Markt von richtigen Firmen, und die ist komplett scheiße. Ja, wenn man sich das anguckt, da will man gar nicht mehr krank werden. Das heißt, die Idee, dass wenn du hier irgendein Maker-Projekt machst, dass das schlechter ist, als was es da draußen als echte Produkte gibt, das würde ich erstmal nicht annehmen. Ja, das stimmt nicht. Und die andere Sache ist, diese Cop-Out-Frage ist auch in der Industrie nicht geklärt. Also wenn du ein Windows installierst, kriegst du so eine EULA, nennt sich das End-User License Agreement. Und da steht drin, musst du klicken, dass du dem zustimmst. 50 Seiten kleingedruckt ist, da steht unter anderem drin, das darfst du nicht einsetzen, wo Menschen dem von abhängen. So, Klammer auf, Atomkraftwerk, Komma, bla bla bla, Waffensysteme, blub. Das, und jetzt geh mal in ein Atomkraftwerk, und dann darfst du mal raten, was da eingesetzt wird. Ja, also die Lösung hat keiner. Ich finde das schön, dass ihr drüber nachdenkt. Da seid ihr, glaube ich, allein auf weiter Flur. Danke. Beruhigt mich ein bisschen. Also ich kann jetzt aus den Medizintechnikunternehmen sprechen. Ich bin der den Vortrag gehalten hat über Zulassung, das war total geil. Vielen Dank dafür. Das Stichwort hier heißt vorhersehbarer Missbrauch. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, was passiert mit dem Produkt außerhalb der Zweckbestimmung. Und da greift genau diese Definition vorhersehbarer Missbrauch. Man muss alles, was man potenziell weiß, beachten. Und das heißt hier wirklich alles. Das heißt, wenn ich hier rumlaufe und völlig absurde Dinge sehe, muss ich das in dem Unternehmen, wo ich arbeite, tatsächlich beachten, weil ich jetzt in dieser Sekunde was Neues gelernt habe. Heißt es denn nicht, dass man nur die Sachen beachten muss, die in seiner Profession machbar sind? Also wenn man jetzt über die Maker-Geschichte redet und davon ausgeht, ein Medizinprodukt zu bauen,
mit einer technischen Profession, dann wäre es für mich naheliegend, dafür zu sorgen, dass man Komponenten einbaut, die immer so eine Art Self-Check machen, die sonst bei einer kommerziellen Hardware dazu führen, dass der Techniker kommen muss. Und bei einer Open-Source-Lösung würden sie aber zumindest dazu führen, dass man das Gerät nicht halb kaputt weiter benutzen kann. Und dann hätte man seine eigene Verantwortung in der Profession. Wir können uns zurücklehnen, sehr schön. Ich kann hier das zweite Stichwort in den Raum werfen, das nennt sich Erstfehlersicherheit. Das ist genau das Konzept, was du beschrieben hast. Da greift jetzt die Norm, die ich nicht im Vortrag betrachtet habe, sondern rausgelassen habe, die IEC 60601 Normenfamilie. Und da ist genau definiert, die Geräte müssen erstfehlersicher sein. Und erst wenn das gewährleistet ist, können die überhaupt in Verkehr gebracht werden. Jetzt müssen wir aber kurz auch bedenken, dass diese Geräte gebaut werden und eingesetzt werden von Menschen, wo die Gesetze, die hier gelten, so nicht gelten. Und selbst wenn sie gelten würden, werden sie durch nichts und niemanden überwacht. Und die Alternative ist, dass die Menschen, die da in den Betten liegen, dann halt ja alle Stunde mal jemand guckt, ob sie noch leben, statt dass irgendwas piept, wenn es ein Problem gibt, was möglicherweise nicht ganz den Regeln entspricht, die hier gelten. Ja? Also das ist so ein bisschen der Trade-off, ja? wo du dich fragst, so klar ist es hier, aber es geht jetzt auch nicht darum, diese Geräte jetzt hier in die Welt zu entlassen, um, ja, also hier kannst du zum Arzt gehen und dann, sofern du eine Krankenkassenkarte dabei hast, schließt er dich an ein Gerät an, das zertifiziert war. Da bin ich auch irgendwie auf eine Art dankbar drum, auf eine Art reicht es mir auch noch gar nicht aus den von Fefe genannten Gründen. Und eigentlich hätte ich gerne, dass all diese Regeln auch für jede Form von anderer Software gelten. Ja? Und zwar noch viel stärker, dass also Qualitätssicherung durch unabhängige Stellen in Softwarequalität, das brauchen wir dringend. Und Verantwortung der Unternehmen brauchen wir dringend. Aber das ist auch ein Grund für uns zu sagen, wir können uns nicht hinstellen, machen wir es genauso scheiße wie die und sind nicht mal zertifiziert dabei. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Wir wollen es ja auch bitte gerne irgendwie besser machen, wenn es geht. Das war nicht bei der Aussage. Also aus meiner Sicht ist ja eher die Frage, was ist die Alternative? Im Moment liegen die halt komplett ohne Monitoring da, dann noch lieber mit potenziell nicht gutem Monitoring. Ne? Dann weiß ich zumindest in 90% der Fälle, dass sie bald sterben. Oder vielleicht dann auch nicht. Da. Die grobe Richtung hier. Mich würde noch interessieren, warum traut ihr den Hack- und Makerspaces vor Ort denn nicht zu, selbst zu beurteilen, ob das, was sie aus eurem Cardio bauen, ob das realistisch funktionieren kann und so. Also das ist ja irgendwie auch ein bisschen so ein, wir sitzen hier mit Krankenversicherungskarte in Deutschland und sprechen Leuten vor Ort die Kompetenz ab, das zu beurteilen. Das war natürlich genauso provokativ gemeint, aber wenn Corinna jetzt gerade irgendwo in der Nähe ist, die hat das ja erlebt, vielleicht kannst du das kurz nochmal live berichten, wie dann das sofort gegriffen wird und ein offensichtlich übertriebenes Vertrauen in diese Technik tatsächlich live erlebt wird. Willst du das kurz nochmal erzählen vielleicht? Ja, also da tatsächlich doch erstmal eine kleine Korrektur. Ich muss sagen, mein Eindruck von vor Ort, von vor allen Dingen Initiativen und Makerspaces in Uganda und Südsudan und Nigeria war eher, dass die Leute da das tatsächlich ziemlich drauf haben, selbst Dinge zu bauen. Ne? Gerade in Regionen, wo vielleicht nicht so viele Finanzen da sind, um Probleme mit Geld zu lösen, funktioniert das auf jeden Fall ganz gut, dass Leute sich ihre eigenen Sachen bauen oder reparieren. Solche Geräte oder solche Open-Source-Kits, die schüren dann auch eine Hoffnung, wenn es an ganz vielen Ecken an medizinischer Infrastruktur zum Beispiel mangelt, dann mit so einem Gerät viele Probleme auf einmal lösen zu können. Und man muss dann natürlich schon auch daran erinnern, dass halt ein Gerät alleine
nicht eine Infrastrukturproblem lösen kann, sondern dass da natürlich auch Medics und so weiter dazu sein müssen und das Ganze medizinisch wirklich betreuen müssen. So. Ich würde auch total gerne noch mal ganz kurz darauf antworten, weil für mich geht es zum Beispiel gar nicht darum, dass ich nicht sage, ein Mensch in einem Makerspace irgendwo anders kann nicht das Gleiche, was ein Mensch im Makerspace hier macht, sondern die Frage ist, wenn wir die Idee hatten und wir die Information freigestellt haben und dann jemand anders etwas baut nach dieser Information, die wir freigestellt haben und es dann aber zum Beispiel nicht funktioniert, bin ich dann mitverantwortlich? Muss ich mich dann scheiße fühlen oder muss sich die Person scheiße fühlen? Oder worum geht es halt eigentlich? Und es ist natürlich die spannende Diskussion zwischen, in unserer Gesellschaft leisten wir uns genau das, dass Geräte nur in Umlauf kommen, wenn dann da 111.000 Euro für einen Zertifizierungsprozess und 4, 5, 6 Jahre Zeit hatte. Und genau wie diese Frage, entwickle ich gerade eine Idee und sag so, ja, eure Gesellschaften, ihr habt ja die Ressourcen nicht. Und statt über eine effektive Ressourcenumverteilung zu reden und über das Problem, nämlich Kapitalismus zu reden, entwickle ich solche Lösungen und sag so, damit ist das dann quasi erledigt. Das ist eher mein moralischer oder mein ethischer Konflikt damit. Nicht das Ding, dass ich dem technisch nicht zutraue. Das ist, ich würde ein Gerät, das Steini gelötet hat, damit lasse ich mich jahrelang überwachen. Das ist mir vollkommen Wumpe. Also, das ist vollkommen okay. Ja. Ja. Ist einer von euch Steini? Ja. Ich habe Chaospost und es wurde gewünscht, dass sie um 22 Uhr zugestellt wird. Geil. Warte, ich muss mal lesen, was da steht. Ist mal ein kleiner Applaus für die Chaospost. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Total geil. Geil. Da freut sich jemand sehr über meinen Talk von gestern. Und er hatte mit Zeit zu tun, deswegen war offensichtlich die Zeit auch wichtig hier um 22 Uhr. Ja, geil. Also Chaospost rules. Total geil. Ganz kurz, weil das offenbar missverstanden wurde. Mir ging es nicht darum, irgendwie zu meinen, dass Makerspaces woanders schlechter sind oder weniger Fähigkeiten als hier. Mir geht es darum, dass weder die Makerspaces noch wir als Makerspaces so ein Gerät, das von so einem Medizingerätehersteller ist, wo Spezialhardware, Chips drin sind, da kriegst du die Chips nicht mal. Ja, einzeln, geschweige denn, dass du einen Schaltplan hast oder üblicherweise die Technik, außer du bist jetzt total spezialisiert auf wirklich Fine-Pitch-SMD-Kram. Das geht ja auch mehr und mehr, aber da muss man sich auch mit beschäftigen. Es hilft dir ja nichts, wenn du die Ersatzteile nicht kriegst. Kein Wort. Ja, also es hilft nichts. Was uns stört, ist, dass diese Technik so hoch integriert ist und nicht dokumentiert. Ja? Und dass du keine Chance hast. Du hast einfach keine Chance, sie zu reparieren. Der Hersteller selbst repariert sie auch nicht. Ja, der tauscht Module aus und schmeißt sie weg. Ja, auch für die lohnt das überhaupt nicht. Und das ist doch der Teil, der nervt, weil der ist nicht notwendig. Der ist gar nicht erforderlich. Und ganz offensichtlich macht das ja auch nicht billiger. Ja, sonst wären die Geräte ja nicht so teuer. Oder vielleicht ist es so billig und sie machen genau das, was US-amerikanische Hersteller von HIV-Medikamenten machen, die kosten in USA 2.000 Euro, woanders kosten die 8 Euro pro Dosis, weil da die Patentrechte ausgelaufen sind, in den USA nicht. Ja, die nehmen es einfach, wo sie können. Und das finde ich verwerflich und problematisch, gerade wenn es um die Unterstützung, den Schutz von Menschenleben, also um Gemeinwohl geht, ja, dann finde ich, kann man als Gesetzgeber, als Politik, auch als zertifizierende Instanz, ja, einfach mal nicht mitmachen bei diesem Ding, dass nur kommerzielle Hightech-Unternehmen, die sie es auch leisten können, überhaupt zertifizieren können. Ja? Wenn diese Zertifizierung notwendig ist, ja, dann macht sie. Ich bin ja froh darum, wenn sie gemacht wird, aber das ist doch Aufgabe der Gesellschaft und diese Normgeber und die Politik vertreten uns doch bloß. Die haben nicht die Verantwortung. Wir sind die, die das machen sollten. Und deswegen finde ich, wenn es mit öffentlichen Geldern erforscht wurde, dann soll es auch mit öffentlichen Geldern kontrolliert werden und sagen, okay, wir möchten sicherstellen, dass die Standards eingehalten werden. Und dafür gibt es die Stelle, da kannst du dein Produkt hinstellen und dann prüfen die das. Ist doch super. Also ein kostenloser TÜV für Software und Hardware, wenn sie mit Gemeinwohl und Menschen zu tun hat. Das wäre doch mal was. Da schon? Ja, ich habe eine Frage an dich, Steini. Und zwar, du hattest ja gerade vorgeschlagen, diese Medizinprodukte, den ganzen Test zu unterziehen, nur halt ohne diese Zertifizierung am Ende zu machen, die ja so teuer ist.
meine Frage ist die, warum das nicht einfach machen, also diese Tests zu unterziehen ohne die Zertifizierung und die dann sozusagen freizugeben, weil dann, das ist ja genau das, was wir hier auch machen, diese Produkte zu nutzen, also auch wenn sie fehleranfällig und wie auch immer sind, aber die nutzen wir hier genauso wie irgendwo anders dann in der Welt, die genutzt werden würden. Und dann wäre ja sozusagen dieser moralische Aspekt, den ihr angesprochen habt, auch so ein bisschen, könnte man den ja sozusagen so ein bisschen hinten anstellen, weil auch wir hier als Menschen, die mit diesen Produkten arbeiten, vertrauen ja auf diese Zertifizierung, weil sie diesen Test unterlaufen haben. Genau, deswegen habe ich das auch angesprochen. Ich halte das für einen durchaus möglichen Weg. Auch hier ist das Problem, selbst das alles einzuhalten, ist immens viel Aufwand, den man zunächst mal als kleiner Makerspace alleine gar nicht leisten kann. Aber was, wozu ich die Community dann aufrufen würde, dass alle gemeinsam, also all die Makerspaces, all die Menschen, die da Ahnung von haben, die die Prozesse kennen, die eigentlich auch in ihrem kommerziellen Leben Medizinprodukte herstellen, ja super, mögen die doch dann mit auf den Source Code gucken, mögen die doch mit auf das Hardware Design gucken und ihr Know-how einbringen. Das wäre ja auf eine Art hilfreich, fände ich zumindest sehr gut, wenn die sich einbrechten und sagen, Fefe wird schon wieder total nervös. Ja, ich weiß, was er sagen will. Gebt ihm ein Mikrofon, sonst flippt er gleich aus. Wir haben, wenn es ganz kurz im Anschluss ist, dann gerne, aber ansonsten hätten wir hier die nächste Frage. Okay, machen wir die nächste Frage. Also ich muss sagen, mir ist die Diskussion so ein bisschen wieder zu technisch geworden, dazu fixiert auf die Dinge, die wir schon wissen, weil ich denke, wenn wir davon ausgehen, dass jemandem das egal ist, dass Sachen passieren können, dann macht er es mit oder ohne Zertifizierung nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass man die Fehler, die man kennt, aus dem Weg räumen möchte. Dann bleibt aber die Frage, wie findet man Fehler oder Missbrauch oder Rebound-Effekt oder sowas, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt. Und das ist, finde ich die viel spannendere Frage. Und da wollte ich in die Runde oder euch fragen, ob es dafür irgendwie ein Framework oder sowas gibt oder Grundsätze oder Hilfsmittel, um auf die Fragen zu kommen, an die man vielleicht gar nicht gedacht hatte. Ich habe die Frage schon hier nicht verstanden. Das ist steil. Das betrifft aber ein bisschen das, was ich gerade meinte. Ich glaube, wenn diese Produkte Open Source wären und das Nicht-Produkt hier ist ja Open Source und Open Hardware. Nur dann kann überhaupt jemand, der davon Ahnung hat, draufschauen und sagen, oh, ich wittere hier Probleme. Ja? Da kann jemand sehen, oh, ich sehe hier ein Missbrauchspotenzial. Da kann jemand auf die Elektronik schauen und sagen, oh, wenn du das hier falsch anschließt, dann hast du den Patienten auf 230 Volt gesetzt. Das ist sehr eng beieinander. Baut da nochmal einen Optokoppler bitte dazwischen. Aber nur wenn du das tatsächlich auch öffentlich machst, haben Menschen überhaupt eine Chance. Und wenn du es so dokumentierst, dass es auch jemand verstehen kann, der das jetzt nicht 6 Jahre studiert hat, ja, dann hast du überhaupt eine Chance, Leute zu finden, die bereit sind, damit draufzuschauen und dazu ihre Meinung abzugeben. Und umsetzen muss man es dann aber immer noch, ist klar. Aber ich glaube, und das sieht man auch so ein bisschen in anderen Open-Source-Projekten, dass die Qualität von Open-Source-Software ist ja schon mitunter nicht schlecht. Ja? Und zumindest kann man sie überprüfen, wenn man was davon versteht. Das halte ich für auch ein wichtiges, durchaus wichtiges Argument. Das Zertifikat garantiert dir nicht, dass die Software gut ist. Ganz bestimmt nicht. So, ich fürchte, dass das Modell ist ein bisschen unterkomplex, in dem du da gerade denkst, denn also wenn du so ein aktuelles Gerät kaufst, da ist nicht ein Chip drauf, den du nicht kriegst, sondern da ist so ein Xilinx FPGA drauf und die Software kriegst du nicht. Ja. Und dann kannst du das nicht kopieren, weil das eine Raubkopie wäre. Ja? So, das heißt, das ist eher eine lizenzrechtliche Frage. Und es gibt die ersten Geräte, die eine Cloud-Anbindung haben. Das heißt, da ist dann die Software gar nicht in deinem Besitz. Kannst du nicht mal raubkopieren, wenn du wolltest. Und die Idee, dass man einfach die Tests macht und das Zertifikat nicht, das ist auch eine Verwirrung. Ja? Denn die Tests machst du ja nicht aus Selbstzweck oder weil du am Ergebnis interessiert bist, sondern weil das Zertifikat dich dazu zwingt.
Ja, und mit so einem Zertifikat gehen noch andere Sachen einher, wie zum Beispiel ISO 9000, Dokumentationspflichten. Dann hast du eine Regulierungsbehörde. Das ist ein Riesenapparat, der da kommt. Ja, das ist nicht nur Tests. Und wenn du ein Gerät hast, was, von dem du möchtest, dass es auch eventuell hier eingesetzt werden kann, bist du da auch dran. Ja, also die Hersteller, das sind jetzt nicht irgendwelche Bonzen, die Milliarden scheffeln. Die werden jetzt sicher nicht hungern, aber das ist nicht so, dass es einfach irgendwie frivol so teuer ist, sondern wenn du ein Medizingerät baust, schleppt das einfach einen regulatorischen und auch technischen inzwischen Aufwand mit sich, der eben gewisse Kosten hat. Ich möchte genau den Punkt nochmal unterstreichen. Was man als Hersteller alles leisten muss, geht weit über die Technik raus. Wenn man jetzt als Makerspace Prozesse aufsetzen muss für Kundendienst, für Service, das ist ja genau das, was wir an den Betreiber, also an den sogenannten Betreiber auslagern und sagen, damit wollen wir nichts am Hut haben, das möchten wir ins Zertifikat auch gar nicht mit drin haben. Der nächste Aspekt ist halt, wie soll sich so ein öffentlicher TÜV denn finanzieren? Wer versteht denn was von EMV? Wer versteht denn was von Biokompatibilität? Das sind jetzt keine Tests, wo man einfach mal einen Stecker dran macht und das über Nacht laufen lässt. Da müssen Menschen dran stehen, die wirklich über mehrere Tage da Tests durchführen. Ja. Und das ist genau eine Kompetenz, die fehlt in vielen Hackerspaces, weil es kein technisches Problem ist, sondern ein medizinisches Problem ist. Welche Krankheiten sollen denn mit welchem Gerät erkannt, diagnostiziert oder geheilt werden? Wird irgendwie Physiologie am Körper verändert? Das muss alles beurteilt werden. Und wenn ich auch das Problem auslagere an den Anwender oder Betreiber, da wird es irgendwann echt dünn. Und man kann die ganzen Regularien ja einfach mal als guten Gedanken hernehmen und sagen, lass doch bitte mal gucken, was da für Ideen drin stecken und das als Inspirationsquelle nehmen. Das wäre so mein Vorschlag, wenn man sich dieser Verantwortung komplett entziehen möchte. Ja, also so ist das auch gemeint zu sagen, lass doch die Normen nehmen und gucken, was davon tatsächlich sinnvoll umsetzbar ist, was irgendwie plausibel erscheint. Aber ganz klar, den Punkt, ja, ergibt das medizinisch Sinn und ist es auch aus medizinischer Sicht gegen Eventualitäten sicher, die ich überhaupt nicht beurteilen kann? Ja, habe ich keine Ahnung. I don't know. Ja, weiß ich, ob der, wenn du das Klebchen nimmst und dem auf die Brust klebst, am allergischen Schock dahin scheidet? Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht mal, ob es da Risiko besteht. Ja, das kann ich nicht beurteilen, genau. Ich guck immer zu unserem Paradedoktor nach vorne hier, was der dazu sagt. Was? Ich schaue mal zu unserem Doktor nach vorne, was der dazu sagt. Aber also ich bin wieder seit einer Viertelstunde, ich bin vollkommen raus. Ne? Also ich verstehe gar nichts mehr, worum es hier geht. Ich verstehe immer noch nicht, warum eine Technik, die vor 100 Jahren entwickelt wurde und die anscheinend so einfach ist. Also ich verstehe durchaus, wenn wir jetzt sagen, ne, so Implantate und Herzschrittmacher und hast du nicht gesehen. Da reden wir über wirklich schwierige Geschichten. Hier reden wir ja gerade darüber, eine Spannung, habe ich heute Abend gelernt, zu messen und sichtbar zu machen. Was in sehr vielen Regionen nicht möglich ist. Und jetzt sind wir schon wieder bei irgendwie. Ich verstehe das. Wenn man jemandem was ins Herz implantiert, wow, hätte ich auch keinen Bock drauf irgendwie, dass das bei uns im Makerspace gemacht wird. Absolut nicht. So, ne? Ey, selbst wenn was irgendwie, zum Beispiel in der Medizin, ne, kennt ihr ja aus dem Fernsehen, wenn es so flimmert, dann wird geblitzt. Da denke ich auch so ein bisschen, da habe ich auch Bock drauf, dass das vielleicht irgendwie, ne, dass da das rauskommt, was da rauskommen soll. Da gibt es ein geiles Open-Source-Projekt für einen. Wir vertrauen den Geschichten. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, aber trotzdem ist für mich immer noch diese Frage, da wird eine Spannung gemessen, kein Strom, und die wird angezeigt. Genau. Das ist genau das Ding so, ne, wo ich verstehe es noch nicht so richtig. Aber weil du es nicht verstehst, gibt es so Normen und Richtlinien, nach denen man sich richten soll, weil das schon klar ist, dass das Leute gibt, die das nicht verstehen, oder? Wie lässt sich dann jetzt verhindern, dass nicht jemand herkommt, das EKG nimmt und sagt, klasse, da machen wir jetzt eine Schockentscheidung drauf. Und auf einmal ist dieses EKG aus dem Makerspace zu einem Defi geworden. Aber dann ist ja aber da gibt es einen entscheidenden Unterschied und den finde ich wesentlich. Über den hast du in deinem Vortrag auch ein bisschen gesprochen und ich hatte dazu ja auch eine entsprechende Frage gestellt. Die Frage ist ja, wer ist hier die interpretierende Instanz? Ist es die Software? Also ich würde dir vollumfänglich zustimmen, wenn unsere Software sagen würde, das hier ist jetzt ein schockrelevanter Zustand, also hier muss jetzt geschockt werden
Und jemand, der keine Ahnung davon hat, glaubt dem Ding und macht es. Das ist für mich ein riesengroßer Unterschied zu dem Zustand, dass da so eine Kurve ist und die sieht für jemanden, der glaubt, dass er davon Ahnung hat, aus wie etwas, wo er jetzt einen Elektroschock platzieren müsste. Da trifft ein Mensch eine Entscheidung und die tut er aufgrund, und da wäre mir wichtig, dass er die nicht getroffen hat, weil unser Bild so aussah wie ein Flimmern, ja, aus Gründen, die total bizarre Softwareprobleme beinhalten. Ja? Aber, da muss ich ganz kurz einhaken. Ja? Steini meinte irgendwann, wir sind einen richtigen Schritt weiter. Und er sagt, guck mal, wir haben hier so ein Bild. Und da dachte ich, uiuiuiui, ich würde da schocken. Als ich das erste EKG, das wir hatten, an meine Freundin schickte, die Ärzte ist, sagte sie, du musst sofort zum Arzt. Da war nämlich das Upside Down. Das sah scheiße aus. Das war ein Vorzeichenfehler und die meinte, das ist pathologisch, du musst zum Arzt. Ja, so, also das ist so ein bisschen die, ich verstehe das, aber in dem Fall trifft ein Mensch eine Entscheidung. So, was ich will, ist, dass er die qualifiziert treffen könnte, weil das Bild nicht was suggeriert, was so gar nicht stimmt. Ja, und was ich auch will, ist, dass nicht jemand, der da reinlangt, sofort eine Gewicht kriegt und tot umfällt. Das wäre auch so ein Anspruch, aber ansonsten bin ich so ein bisschen bei Sepp zu sagen, ja, es ist dann ja, dieses Bild zu sehen, ist immer noch besser als kein Bild zu sehen, um die Entscheidung zu treffen, mache ich jetzt ein Defri an oder mache ich es nicht. Wichtig ist halt an der Stelle, wenn ihr das Gerät benutzt und irgendjemand umkommt, dass ihr daraus lernt und einen Risikomanagementprozess habt und das verbessert. Und das ist das, was in der Industrie auch das Teure ist. Weil streng genommen könnt ihr die Kiste bauen und habt dann könnt die ganze Verantwortung zum Betreiber schieben und sagen, der Betreiber muss das Ding zulassen. Seid ihr komplett raus. Aber welches Krankenhaus oder welche Mediziner irgendwo in euren Einsatzgebieten sind in der Lage, komplett das zu verstehen und die Verantwortung zu übernehmen? Die benutzen das einfach. Deshalb müsst ihr euch die Frage stellen, was machen die Anwender, was benutzen die und stirbt am Ende jemand oder nicht? Und wenn jemand stirbt, wie werden wir daraus besser? Weil da ist auch Software drin, die wird Fehler haben, die Hardware wird Fehler haben. Klar, vor allem, wenn wir die gar nicht bauen, sondern die jemand nach Anleitung baut, ne? Und dann den Kondensator falsch rum reingesteckt hat. Ich kann da noch mal eins draufsetzen. Gibt es da einen etablierten Prozess, dass die Information überhaupt zurückfließt? Nö. Ganz klar, nö. Ja, hi. Danke erstmal für die Diskussion. Ich finde das mega spannend und glaube, das ist sehr wichtig, sich eben auch über Ethik der Machbarkeit und vor allem eben, was man so Technikfolgeabschätzung nennt, Gedanken zu machen. Und würde dem anfügen, dass wenn man Technik für Menschen produzieren möchte, es gut sein kann, mit den Menschen, die diese Technik anwenden, eben selber zu reden. So, weil die wissen am besten, du hast vorhin die Frage gestellt, gibt es Modelle oder Möglichkeiten, die verschiedenen Kontexte irgendwie mitzudenken oder an Sachen zu denken, auf die man selber gar nicht kommt. Und da hilft es eben häufig, mit anderen Menschen darüber zu reden, die damit tatsächlich umgehen und andere Sichtweisen auf die Sachen dann auch eben haben. So, wir können schlecht wissen, was die Menschen brauchen, die vielleicht in einer sehr sandigen Umgebung leben, wie ihr gerade darüber gesprochen habt, wo dann die Chips verdreckt wurden und so. Und dafür gibt es ja auch Techniken, sag ich mal, und Methoden, um rauszufinden, was diese Menschen denken und brauchen. Und da kann man eben sehr von einem Austausch auch profitieren, vor allem auch von einem interdisziplinären Austausch, würde ich sagen. Absolut, da würde ich ganz kurz drauf einsteigen wollen. Das Forschungskonstrukt ging dann genau da drauf. Man muss dazu auch wissen, dass die humanitäre Szene natürlich ziemlich weiß geprägt ist. Also welche Gesellschaft kann sich das leisten, sozusagen Spendenüberschüsse da rein zu investieren, woanders hinzugehen und anderen Menschen zu helfen. Also das ist ein Problem auf jeden Fall. Deswegen gibt es aber natürlich auch Erfahrungen genau daraus, dass die Produkte, die hier produziert werden, dann zum Teil in Regionen, wo, keine Ahnung, Tagestemperaturen von 50 Grad herrschen, nicht funktionieren. Das war das Forschungsdesign von dem Projekt, als es begann. Man muss ja irgendwas erzählen. Man kann ja nicht sagen, wir finden Kapitalismus scheiße und das Gerät muss billiger werden, dann kriegst du keine Forschungsgelder. Ne? Wir haben gesagt, es muss einfacher werden, es muss reparierbarer werden und solche Geschichten. Und natürlich gibt es auch den Austausch, aber ganz kurz, bevor wir in so einem Missverständnis bleiben, das hat mir Steini vorhin nochmal erklärt, wir produzieren kein Produkt. Wir wollen nicht ein Produkt auf den Markt bringen und sagen, nehmt dit. Es ging uns darum,
die Information, die dahinter steht, verfügbar zu machen. Das war wirklich damals von der Ingeborg, dieser unfassbar tollen Professorin, das Thema, dass sie meinte, dass sie auch in den Krisenregionen unterwegs war und normalerweise passiert so, wenn Medizinprodukte hier ausgedient haben und die STK, also die sicherheitstechnische Kontrolle, also was mittlerweile zu teuer ist für den Zeitwert des Geräts, dann spenden wir das weg. Ne? Und dann geht das in so Krisenregionen oder Regionen, die halt weniger gut ausgestattet sind oder weniger gut im Kapitalismus mitspielen. Und da funktionieren die dann 2-3 Monate und dann tritt ein Fehler auf. Da gibt es aber überhaupt keinen Vertreter oder Vertreterin von der Firma, die es produziert hat. Und das war so ihr Punkt zu sagen, so, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Wir unseren Müll schicken wir irgendwo anders hin, da funktioniert er kurz noch. Die Technik, die ist gar nicht so kompliziert. Das müsste man mal so ein bisschen durchbrechen. Das war genau die Idee. Es geht um die Information und die Möglichkeit, nicht um Produkt. Ich will um Gottes Willen kein Produzent für Medizinprodukte werden, absolut nicht. Und vielleicht ist auch nochmal wichtig an der Stelle zu erwähnen, dass die Arbeit, die Cardus und andere NGOs in solchen Orten macht, eine ist, die nur deswegen erforderlich ist, weil auf dieser Welt durch westliche Nationen produzierte riesengroße Scheiße passiert, wofür sich alle die davon massiv profitiert haben und profitieren, einfach komplett zurückziehen und sagen, och, in diese Debatte da zwischen Türkei und Syrien und Ötete, da mischen wir uns mal nicht ein, weil da sind wir zufällig, hat uns da jemand mit der Hand an der Gurgel und deswegen halten wir uns da mal raus. Und dadurch entsteht unfassbares Leid, weil die Gesellschaft, die es verantwortet, dass es da so ist, wie es ist, nicht den Arsch in der Hose hat zu sagen, okay, ist jetzt uns scheißegal, was die Konsequenz daraus ist, wir fahren da hin und helfen. Und zwar mit den zertifizierten Geräten, von denen wir ja jede Menge hier rumstehen haben. Ich bin jetzt auch nur doofer Anwender oder mit eher halt bei Sepp, aber die Frage ist ja auch, wir leben in einer unglaublich vernetzten Welt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, tatsächlich, es gäbe jetzt vielleicht irgendwie Makerspaces in der Welt, die sowas nachbauen, wäre es dann nicht über die Vernetzung auch möglich, eine Kontrolle des Gerätes anzubieten, meinetwegen aus unserer Welt, also dass man sich online geht, das Gerät online testet und dann vielleicht auch eine Fehlermeldung zurückgeben kann oder über die Community zurückgeben kann. Leute, hier und da müsst ihr was verbessern und so funktioniert es im Moment nicht. Kann man nicht über sowas vielleicht eine Sicherheit herstellen zukünftig? Ja, also das ist ja sowieso, das bringt diese Open-Source-Gemeinschaft mit sich, weil die Plattform, auf denen die Source-Codes und die Anleitungen ausgetauscht werden, da kannst du ja sowieso partizipieren und Kommentare abgeben. Okay, ja, das stimmt. Aber nicht immer aufs Schlimme. Ja, also ja, das stimmt schon. Das kannst du fast überall, außer im Irak und anderen, wo das Internet einfach zugenagelt wird. Wird in China wahrscheinlich auch schwierig. Aber nein, eigentlich kann man das schon zumindest anbieten. Ob es dann überall klappt, ist immer die Sage. Und vor allem der Kern der Frage ist auch, was heißt das dann? Ja? Was passiert, wenn die Community dann auch selber Software entwickelt und dann Leute dran arbeiten, die selber vielleicht auch gar nicht so kompetent sind und da was verändern, weil ihnen das Feature gerade so wichtig vorkam, eine KI einzubauen, die das Vorhofflimmern erkennt. Und die ist dann Schrott und wir haben damit gar nichts zu tun, wir haben die gar nicht gemacht. Aber es ist ja Open Source, kannst du ja einfach einbauen und dann haben die das gebaut und dann sind einfach mal 30 Leute gestorben, weil sie die, was weiß ich, defibrillieren haben, ohne dass das erforderlich war, oder weiß der Geier. Ja? Ich kenne mich da nicht aus, aber ich kann mir Szenarien vorstellen, in denen Leuten auf Basis von so einer Open-Source-Open-Hardware, das Beispiel war ja da, ja, eine Defibrillator-Entscheidung treffen, und zwar induziert durch eine Software, die sie nachträglich hinzugefügt haben, basierend auf unserem Code beispielsweise. Ja? Dann, trotzdem habe ich das Gefühl, es ist wichtig, diese Informationen und die Technik zu veröffentlichen und allen die Möglichkeit geben, die Entscheidung zu treffen, aber dazu zu sagen, dass die Entscheidung vielleicht gar nicht so einfach ist. Also das wäre mir persönlich wichtig, den Menschen die Tools an die Hand zu geben und zu sagen, aber, und das macht ja der CCC auch immer gerne, ja, wir beschäftigen uns mit der Technik, wir lieben diese Technik, wir sagen aber immer dazu, dass sie auch ein enormes Fehler- und Missbrauchspotenzial hat. Ja? Und dass man sich lieber nicht zu sehr darauf verlassen soll und ab und an noch mal nachgucken, ob es dem Patienten, der Patientin doch noch gut geht.
Ja, also nichts ist dann so gut wie die persönliche Einschätzung vielleicht auch von kompetenten Menschen. Weil letztlich ist das nur ein Werkzeug. Ich würde auf zwei Punkte gerne hinaus. Das eine hast du jetzt auch im letzten Satz, hier bin ich übrigens, auch schon angesprochen, nämlich das Kommentar, man muss Dinge nicht immer unkommentiert stehen lassen. Es geht nicht immer nur um die Entscheidung, ist es ganz oder ist es gar nicht. Und es geht nicht immer darum, müssen wir es verbieten, sondern auch, wie müssen wir Dinge reflektieren, kommentieren, in den richtigen Kontext stellen, ja, genau, um zumindest versehentlichen Falschgebrauch irgendwie einzudämmen. Wissentlicher Missbrauch ist dann natürlich nochmal ein anderes Thema. Das zweite, worauf ich hinauf sollte, geht jetzt in der Diskussion ein bisschen zurück, aber wir hatten gerade, oder ich habe das Gefühl, in ein paar der Redebeiträge kommt eine Haltung auf, die ich grundsätzlich kritisch finde und die wir, finde ich, reflektieren sollten. Und ihr habt das gerade wunderbar demonstriert in der Situation, in der Diskussion, als einer von euch gesagt hat, okay, ich kann zwar irgendwie mit Vorhofflimmern was anfangen, aber warum das jetzt so schwierig ist mit der Spannung und warum das irgendwie gefährlich sein könnte, verstehe ich nicht so ganz. Und der andere gesagt hat, ja, mir ist nicht so ganz klar, was das vielleicht medizinisch für Risiken mit sich bringen kann, wenn man, keine Ahnung, durch den falschen Klebstoff einen anaphylaktischen Schock auslöst. Und das ist, finde ich, ein wunderbares Beispiel dafür, warum wir eben nicht sagen können, hey, ich bin Technikerin und darum betreffen mich die technischen Aspekte und der Rest kann mir doch egal sein, weil ich habe sichergestellt, dass technisches Qualitätsmanagement da war. Sondern ich finde, gerade wir auch mit technischem Hintergrundwissen müssen trotzdem die sozialen und die gesellschaftlichen, die ethischen Aspekte bedenken. Und das kam vorhin ganz krass in einer Redemeldung, dass wir können uns so nicht aus dem Verkehr ziehen, weil wie soll denn jemand, der überhaupt nicht versteht, was wir da gebaut haben, der nur liest, wofür es da ist und dass wir es gut finden, reflektieren können, ob der Einsatz jetzt gerechtfertigt ist. Und da muss viel, viel mehr interdisziplinäre Kommunikation hin und da müssen wir uns definitiv in der Verantwortung ziehen, für alles, was unserer Macht liegt, vorherzusehen. Das heißt nicht, dass wir es nicht mehr machen sollen, aber wir sind definitiv moralisch verantwortlich, auch für Dinge, die über das Technische hinausgehen. Schlicht und einfach. Und ich finde auch nicht, es ist so einfach zu sagen, wie, ich kann ja die Verantwortung abgeben an den es dann einsetzt. Weil es gibt einen Unterschied zwischen legaler Verantwortung und moralischer Verantwortung. Und nur weil das Gesetz sagt, der ist dann am Ende schuld, weil die das Ding verbaut und verkauft haben, heißt das nicht, dass ich nicht ein schlechtes Gewissen haben sollte. Ein fantastisches Schlusswort, scheint mir. Finde ich auch. Und es wurde ganz deutlich gesagt von da drüben, das Ende ist nicht nur nah, sondern da. Und unfassbar vielen Dank an euch für diesen Talk. Ja, vielen Dank. Ich habe sehr oft gemerkt zwischendurch, dass ich ganz wenig weiß. Es gibt auch keine Antwort zu diesem Talk, das war uns vorher schon klar. Ich glaube, es ist wichtig, gerade in so einer Maker-Szene, Makerinnen-Szene, sich zu überlegen, wo sind Grenzen? Gerade genau, wenn es darum geht, ne, das Problem heißt am Ende nicht Machbarkeit, sondern Kapitalismus. Und dann daraus genau erwachsen so auch tatsächlich die moralische Seite davon. Ich würde euch ja total gerne einladen, hier sitzen zu bleiben, weil nach uns kommt jetzt das Crackhaus-Kochradio, die hier auf der Bühne, ich freue mich schon ein bisschen drauf und genau, ansonsten viel Spaß noch beim Rest des Kongresses und bis später. Tschüss. Danke, Sepp und Stein.